komme ich raus? Da. Okay, weil der Raum wird sowieso hier noch abgeschlossen. Der wird bis so ungefähr hier wieder noch zugemacht. Das heißt, hier haben wir noch einen länglichen Gang hier. Und hier einen riesen Raum. Okay, damit ich Bescheid weiß, haben wir da ein Loch. Dann können wir es einziehen eigentlich, ja. Das würde ja hier lang gehen. Dann würden wir einfach den hier wegnehmen, fertig. Die Frage, ist hier hinter noch die... Ne, hier hinter ist es nicht mehr. Ausschlaggebend ist natürlich jetzt, wie weit muss ich noch da vorne hingehen. Von der Mauer habe ich 2 entfernt. 1, 2. 1, 2, da. Gucken wir, ob ich schon... da irgendwo gleich drauf stoße. Vermutlich nicht. Da ist es. Da ist unser Loch, wo wir hinwollen. Hier würde ich aber gerne... Dann mache ich das hier. Hier führe ich es nur ganz in Ruhe lang. Bis zum Loch, würde ich sagen. Wo ich es dann erstmal hier mit diesen Blöcken abschließen werde. Dann nehme ich natürlich noch was. Mache das hier gleich zu und nehme gleich hier schon mal das Holz, damit ich das wieder da ordentlich zukitten kann. Das ist natürlich der falsche Block. So, was haben wir da? Man müsste denken, dass wir viel, viel machen. Und man sieht es ja. Ein bisschen kompliziert ist das ganze Haus sowieso. Und ich will auch allzu viel heute nicht machen, weil ich doch erst dieses Ganze umstrukturieren möchte. Und mich mit diesem Autocraft sehr, sehr verbinden möchte. Und mal schauen, wie es genau funktioniert. Und allgemein. Was vorbereitet werden muss. Jetzt können wir noch gucken. Kabel haben wir davon. Kabel. Ne, wir davon. Aber wir können hier welche machen. Wir könnten noch einen halben Stack nehmen. Jetzt haben wir natürlich keine davon mehr. So, gucken, dass wir noch. Weiß nicht. 1, 2 Stacks machen. Das hier so weit hier schon mal, wie es geht, fertigstellen. So. Hier die Dinger. Da, da und oben und unten. Okay. Zack. Das wäre unser Ausgangsprodukt später. Hätten wir jeweils von den. Wir können es ja weiter nach hinten ziehen. Ist kein Problem. Wir können ja nochmal. 16 Stück anschließen, dafür haben wir das Kabel ja da. Mit 32, das wäre das erste 32 Kabel, was voll wäre. Jetzt gibt es hier noch diese Facades, sind das glaube ich, oder? The Plight. Da gibt es auch diese komischen Fassaden-Dingern. Sind das die Kabellenker? Das können glaube ich die Kabellenker sein. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Würde ich gerne ausprobieren. Anchor. Ich glaube, die sind das, ne? Ah, jetzt brauchen wir erstmal das Werkzeug. Haben wir? Keine Ahnung, hier. Gib mir mal. Ach, gib mir mal ruhig einen Stack. Oh, jetzt muss ich gucken. Ja, warte mal, war das jetzt nicht so? So und so? Ah. Da, ich bin ein Fassadenkünstler. So, das glaube ich einfach nur... Wie war das denn jetzt? Nee. So nicht. Ich glaube, ich muss dafür jetzt das Kabel zerstören. Fassade oben drauflegen.
Und das Kabel wieder durch, genau. Das heißt, wir zerstören hier die hier. Legen die oben drauf. Und haben es ein bisschen schön. Sicher. Man, das fällt auf, aber mein Gott. Sie wollen jetzt hier nicht den Papst an die Wand malen. Wie man es auch schon so sagt. Ich möchte es nur, dass es ein bisschen hübsch aussieht. Alles, was unten ist. Genau wie der ganze Keller. Muss nicht für mich perfekt sein. Der soll sowieso vollgestellt werden. Da das meiste ja da verarbeitet wird. Hier oben soll nur eine Produktionsstätte sein für uns alle. Und das soll auch hoffentlich dabei bleiben. Aber ich schaue gerade auf die Uhr. Das könnte. Ja, das ist okay. Wie läuft jetzt die. Ich hasse dieses Ding hier, ne? Immer wenn die da drüben sind. Ah, jetzt fängt er an. Da muss ich mir noch was überlegen. Da machen wir uns eine. Da machen wir einen Tesseract für. Und speisen alle Solardinger in Ding rein. Schau mal, habe ich noch da hinten. Oder habe ich noch Tesseracts da? Tesseract. Tesseract haben wir nicht mehr. Das heißt, wir brauchen. Nope. Ein Tesseract. Eins, zwei brauchen wir locker. Oh. Eieiei. Enderperlen sollte ich mitnehmen. Enderperlen, dann nehmen wir. Ein Stack brauchen wir nur. Dann können wir das hier vorne. Genau. Schmeißen wir die hier schon mal rein. Weil das ist doch ein bisschen blöd mit den Solarpanels. Ob ich dann Solarfeld mache irgendwo? Oder sie auf dem Dach platziere, das weiß ich noch nicht. Aber so kann das ja nicht sein, dass er die ganze Zeit hier die Sachen bedeckt. Dann soll er sich das in Ruhe von der Farm holen. Abwerten tut er ja alles. Er bedeckt es halt nur. Sagen wir das mal so. Ah, bin schon stolz drauf, wie es hier läuft. Läuft doch schon in die technische Richtung alles. Unsere Steam Tanks sind noch alle randvoll. Ja. Man sieht, wir haben hier viel gemacht. Hier sind ja überall Tesseracts dran angeschlossen. Wir haben einen riesengroßen Speicher für alles. Oh, da bin ich schon stolz drauf, dass so das passiert ist. Und der Keller ist ja vollgestellt. Hier passen noch ein paar Sachen rein und dann hier noch ein bisschen rein und dann ist das Ding voll. Ich möchte den Keller noch ein bisschen erweitern. Wollte ihn erst in diese Richtung machen, da habe ich die Baumwollen gepackt. Da wollte ich, kann ich noch ein bisschen erweitern, das ist aber die Bienenfarm. Das werde ich abbedingen. Kann natürlich noch da hinten so einen langen Weg lang haben und diesen alten WTF-Raum, wo er sein Blood Magic hatte, nutzen. Der ist ja noch riesengroß. Da können ja noch Sachen produziert werden. Ja, da haben wir es. Woher nutzt er gerade seinen Strom? Aus Kohle, ne? Warum nehme ich nochmal Kohle? Ach ja, weil Kohle ja die Frequenz hat. Aus dem Grund, weil der Strom nicht verwendet. Genau. Deswegen kriegt er die Information Kohle. Kann das aber eigentlich Kohle plus Strom nennen. Oder? So, das heißt, der ist Kohle plus Strom und ich glaube, warte mal, ist der nicht auch Kohle plus Strom? Der ist. Ah, die sind alle gleich umgeschrieben dafür. Der unser großes Hauptproblem ist, ist der da. Wäre das ME. Was im schlimmsten Fall nicht ausfällt, da. Ich will hoffen. Nein, hier nichts drin ist. Da auch nichts mehr drin ist. Der auch der ist. Ja. Okay. Der hat sich aber hoffentlich umgestellt, ne? Kohle und Strom, ja. Der speist das ganze Zeug hier momentan. Gut. Ich schaue auf die Uhr. Ich tue das noch ein bisschen vorbereiten und ich will hoffen, dass wir nachher wieder, beziehungsweise beim nächsten Mal dann mal wieder alle gemeinsam was aufnehmen können. Oder Zentes und ich nehme mal wieder auf, weil der hat ja auch viel vorbereitet. Da würde ich gerne nochmal vorbeischauen, bevor ich hier doch beende. Sicher beim nächsten Mal, oder in seinen Ehrenfolgen hat er natürlich schon mehr geschafft.
sieht man das auch. Er produziert hier momentan so einen Mana Tower, will er hinstellen. Viele von diesen Wasserdingern hat und solche komischen Sparks, die hier rumflitzen, alles nach unten schicken, wie man sieht. Irgendwo hat er das noch. Ah, hier in den Ecken hat er das gemacht immer. Dass man hier runter kann. Und man sieht, der hat super viele hier. Ja, Mana Pools, die teilweise schon fast alle wieder voll sind, hier in der Mitte alle voll. Und das ist sehr interessant. Also da werden wir noch sehen, was hier passiert und was er hier gemacht hat. Oh mein Gott, Spinnen. Ich bin weg. Ja, da ist so ein Ding, wo man alles produzieren kann, aber liebe Spinne, nicht mit mir heute. Ah ja, können wir natürlich noch bis ganz nach oben. Das ist doch ein schöner Bereich. Deswegen würde ich sagen, von dem gebührenden oben im Aussichtspunkt. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit mehreren Leuten. Und bis dahin, wartet ab, was die Veränderungen euch geben. Bis dahin, euer Flash.b. Tschüss.